Ja, grüß euch am Salzburgring, würde man hier sagen. Und herzlich willkommen zur zweiten Station der Porsche Sprint Challenge. Hier auf meiner Heimstrecke mit heimatlichen Klängen aus Feistenau. Wir haben hier die Seitenknopfmusik. Und ich komme mir gerade vor, als würde ich eine Volksmusiksendung anmoderieren. In Wirklichkeit sind wir eine Motorsportveranstaltung. Zweite Station der Saison 2020 am Salzburgring. Und alle sind herzlich eingeladen und herzlich willkommen hier das Wochenende mit uns zu verbringen. Schönsten Ring natürlich, wir sind am Salzburgring im schönen Salzburger Land in Österreich. Und wir fahren hier ein Heimrennen, Porsche Sprint Challenge. This is a very beautiful place. I try learning circuit and thank you for partners and people. Quite happy with the result, yeah. So all the analysis and sim training is worth it. And I think we have a good position for the upcoming races tomorrow, me and Klaus together. I think we are in a good way. Es ist Hochsommer, also das ist auch, verlierst Leistung logischerweise, wenn die Motoren so warm sind, die Luft, aber besser so als strömender Regen. Salzburg ist ja auch bekannt für den Schnürlregen, also ich glayube von der Seite haben wir lieber diese Temperaturen. Cayman ist ja eigentlich ein cooles Auto, du hast auch Klimaanlage, du kannst in der Einfahrphase mit Klimaanlage fahren, in der Lap-Out dann auch mit eine halbe Stunde, soll es ein bisschen trainiert sein, dann geht das schon, viel genug trinken am Vortag am besten, dann funktioniert das. Ja, heute war es schon richtig warm beim Training am Salzburgring. Da hat jetzt wirklich jeder im Schatten einen netten Abend verdient mit österreichischen Schmankerl natürlich. Wir haben ja in der Porsche Sprint Challenge Central Europe ein sehr internationales Publikum. Ja, wir haben Gäste aus Ungarn, aus der Slowakei, wir haben Leute aus Rumänien, sogar aus Russland, die Svetlana Gorbunova aus Moskau. Natürlich auch wir als Lechner Racing, ein österreichisches Team und aus Deutschland haben wir nicht nur Rennfahrer, sondern auch unser Renngerät, der Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport. Bei uns in der Rennserie hat jeder das gleiche Rennfahrzeug. Alle Teilnehmer fahren mit dem 425 PS starken GT4 auf den gleichen Reifen. Und das sorgt nicht nur für Chancengleichheit, sondern auch für spannende Rennen. Und da möchte ich jetzt am besten meinen Bruder als Technical Director mal einladen, dass er uns das Auto ein bisschen vorstellt und besser erklärt. So this is a Porsche Cayman GT4, our race car in the Porsche Sprint Challenge Central Europe. It's a very good racing car for beginners and for young professional race drivers. We have the full racing seat from Ricardo. We have a racing steering wheel with all the necessary buttons on the steering wheel, and we have the shift panels to change the gears. It's a 6-speed racing gearbox, and we have the PI data ICD from Porsche, so that the car and the driver with the steering wheel, they all have a good view and feel well in the cockpit. We have a full roll cage in the car, we have a full racing brake in the car, we have a very good suspension in the car which we can adjust, and for sure the car has a front diffuser and a rear diffuser. Ja, und bevor unser Safety Car dann morgen zum Einsatz kommt oder die Rennboliden am Rennsamstag für Qualifying und Rennen, werden wir gemeinsam den Abend heute ausklingen lassen und schauen nochmal zurück, was war eigentlich los beim ersten Rennen am Slowakiering, beim Auftakt der Saison 2020 und das Ende Juli. Here on my own. Heute ist Renntag.
in der Porsche Sprint Challenge. Guten Morgen vom Salzburgring. Wunderschön gelegen hinter mir, meine Heimstrecke, wo ich selber sehr viele Rennen bestritten habe, auch schöne Erfolge feiern durfte. Und da freuen wir uns ganz besonders auf zwei Qualifyings am Vormittag, zwei Sprintrennen und dann das Highlight, die 100 Meilen, der 100 Mile Race of Austria. Davor sollten wir uns die Strecke noch mal ein bisschen genauer anschauen und das macht unser Lokalmatador, der Reine Sampel. Servus vom Salzburgring, Reine Sampel hier. Wir drehen jetzt zusammen eine Runde on board am Salzburgring, der Heimtrack von Lechner Racing. Hier biegen wir ein auf die Start-Ziel-Gerade, durch den Start-Ziel-Bogen von Red Bull durch. Ganz wichtig, flat out, Vollgas. Links halten, und Bremspunkt wird so bei 150 Meter plus minus sein. Anbremsen im ABS, auf die Schikane, ganz wichtig, außen bleiben, Schwung mitnehmen, links über den Körb drüber, rechts den Körb anhalten und wieder Vollgas um Anlauf nehmen für die berühmte Nocksteinkehre. Anfahrt zur Nocksteinkehre am besten links gerade drüber, eine Gerade fahren, im ABS wieder anbremsen, mittig bleiben und dann bestmöglich innen am Körb reinziehen, wieder Vollgas nach außen tragen lassen, den Körb außen mitnehmen, Strecke ausnutzen. Und flat out. Ganz wichtig, Schwung mitnehmen. Warum? Hier geht es ewig lang gerade bergauf. Flat out Stück bis in den sechsten Gang hoch. Eine gute Möglichkeit, aus dem Windschatten rauf zum Überholen. Leichter Linksknick, alles flat out, Rechtsknick auch flat out. Sechster Gang wird hier geschalten, Geschwindigkeit knapp 250. Durch die Senke durch, bei dem Bogen kurz anbremsen, nach innen rein in die berüchtigte Fahrerlagerkurve. Wenn man viel Mut hat, geht es mit 200 plus. Wieder raus beschleunigen, Vollgas, flat out, anbremsen, scharf nach innen halten und wieder versuchen, innen auf den Körb reinzukommen, um Richtung zu haben für die letzten zwei Kurven vor Start und Ziel. Außen anfahren, links rein, am besten zum Reifenstapel hin, über den Körb drüber, ab hier Vollgas, flat out, einbiegen auf die Start-Ziel-Strecke ausnutzen, links am Körb anhalten und flat out wieder zurück auf Start und Ziel durch den Red Bull-Bogen. Das war eine Runde mit mir, Reine Sampel hier. Von Salzburgring Hometrack. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, von der Streckenvorstellung direkt auf die Startaufstellung für unser erstes Rennen hier am Salzburgring. Und ich habe auch schon einen Gast gefunden, nämlich unseren Gesprächspartner, unseren Sieger des Vorjahres, den Champion der Porsche Sprint Challenge. Wir befinden uns hier neben dem Safety Car, zur Verfügung gestellt vom Porsche Zentrum Wien Nord. Und da steht auch einer. Der Lukas Wanner hat letztes Jahr die Porsche Sprint Challenge gewonnen. Lukas, du bist jetzt hier für uns als Coach im Einsatz, als Trainer. Wo ist jetzt der Unterschied, wenn man mal hier jetzt auf der Startaufstellung steht, aber ohne Rennoverall und nicht gleich ins Auto steigt? Ja, ein bisschen weniger Anspannung. Natürlich fiebert man mit seinen Schützlingen. Ich habe ihm noch ein paar Tipps gegeben fürs Rennen. Haben uns noch ein bisschen was angeschaut. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel Glück. Auf welchen Startpositionen kommen denn deine Piloten ins Rennen? Du kümmerst dich um unseren Freddy Fast und den Thomas Edel? Auf 5 und 6 stehen sie, also genau nebeneinander. Also ich hoffe, da geht alles gut. Da ist es ganz wichtig, dass alles gut geht unter den Teamkollegen. Auf der Pole Position haben wir den Meisterschaftsführenden Sascha Halleck. Daneben unseren Edi Wald hier. Das war der junge Mann, unser Super Racer, der gleich am ersten Wochenende im Endurance-Rennen gewonnen hat. Und auf Platz 3 mit der Nummer 33, der Herbert Jährich aus der Steiermark, ein langjähriger Freund von mir und auch ehemaliger Formel-3-Teamkollege von mir. Er greift hier wieder ins Lenkrad und er kriegt nur die letzten Tipps bzw. Informationen von unserem Race Director, von Werner Eichinger. Und da geht es jetzt eigentlich nur mehr um die Informationen zum fliegenden Start. Wir haben ja in der Porsche Sprint Challenge einen fliegenden Start, anders wie zur Formel 1. Das heißt, es gibt ein Safety Car, das fährt vor, biegt dann ab in die Boxengasse und die Autos müssen selber nebeneinander mit Tempo 80 auf die Start- und Zielgerade kommen und erst dann wird unser Race Director das Rennen freigeben. Ich möchte dem Herbert nur kurz alles Gute wünschen. Lieber Herbi, cool, dass du bei uns dabei bist und gleich so gut einschlagst. Wahnsinn! Ja, Wahnsinn! In der zweiten Qualifying habe ich eine Runde aus dem Ärmel geschüttelt. Jetzt schauen wir, dass wir das Auto heil einbringen. Das ist eine gute Einstellung. Das wünsche ich mir auch, weil du stehst im zweiten Rennen auf der Pole Position. Genau, gell? Genau. Dafür alles Gute, lass das Auto ganz und hab viel Spaß da draußen. Danke. Sascha, alles Gute mal.
für das Rennen und gratuliere zur Pole Position. Du kennst das ja schon, oder? Dieses Bild hier, wenn niemand vor dir fährt. Ja, also wenn nur das Safety Car von mir ist, ist das immer ein gutes Zeichen. Wir werden dich später auch nochmal sehen im Endurance Race, wo du gemeinsam mit deinem Papa im Einsatz bist. Sicher auch ein emotionales Wochenende für die Familie Halleck, oder? Ja, super, dass der Papa nach all den Jahren auch wieder mal im Rennauto sitzt und dann mal wieder von der richtigen Perspektive mitkriegt, was man da so machen muss. Und ja, ich glaube, er hat sich jetzt auch schon richtig gefreut, auf das Wochenende endlich mal wieder selber fahren zu können. Und dass wir dann das Stundenrennen auch gemeinsam fahren können, passt natürlich doppelt so gut. Wir freuen uns drauf, drücken die Daumen und schauen uns das an, was da rauskommt. I guess I was quite good, but a few seconds later, Erich was between Sascha and me. So I took my chance, was really early on the throttle, and I took the second one, so I was the second in the first corner, which helped me a lot. Yeah, it was an amazing race. I started, I think, in 10th or 11th position. Sadly, I was a little bit too early on the gas, and so I came into the gravel, and then all the five cars that I overtook passed me again. La carrera entera realmente fue algo muy competitivo. Hubo un momento que en la curva número 3 me le puse al lado, pero vi que él parece que no me estaba viendo y tuve que aflojar un poco para no tocarnos. In the end it was really close and the fighting was really great. And yeah, it's P2 in the pro class, that's okay, but the fighting was really great and that was the real fun. Nach dem ersten Sprintrennen folgt das zweite Sprintrennen. Neben mir auf Startplatz Nummer 3, der Sieger vom ersten Rennen. Servus. Lieber Eddie, gratuliere nochmal auch von mir. Dankeschön. Ein Wahnsinnsrennen, super spannend. Ja. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, Start war schwierig. Also der Erich und der Sascha, die sind natürlich Top-Fahrer. Direkt an Start vorbeigedrückt und Rennen geht aber lange. Wir müssen auch hier wieder gucken, dass wir mit den Reifen haushalten. Die Autos überfahren ist nicht der Sinn der Sache. Und das habe ich gerade eben auch noch versucht, einen Teamkollegen auf den Weg zu geben. Bin zuversichtlich, dass er ein Top-Rennen fahren wird. Hat sich die letzten zwei Tage extrem akribisch darauf vorbereitet, hat super Fortschritte gemacht. Also da sind, glaube ich, alle im Team mega zufrieden damit. Und jetzt freue ich mich mal zugucken zu können, mich entspannt zurücklegen und mal schauen, was der Jonas so abliefern kann. Absolut. Dich sehen wir dann später noch gemeinsam genau. Mit dem Jonas im Endurance Race. Genau. Vorher wünschen wir dem Jonas alles, alles Gute. Der kriegt hier wieder die letzten Tipps vom Race Director Werner Eichinger. Startet aus der zweiten Startreihe. Das heißt, eigentlich ideal für die erste Kurve, weil die erste Kurve ist eine Rechtskurve. Und wir wollen ihm auch nicht mehr viel stören jetzt, sondern dem Jonas alles Gute wünschen. Okay. Gehen wir mal weiter auf Startplatz Nummer 2. Die Startnummer 99 vom Porsche Zentrum Wien Nord, PCWN Racing, Sascha Halleck, erste Startreihe. Super spannendes Rennen haben wir gesehen. Was hast du dir vorgenommen für das zweite Rennen, Sascha? Ja, natürlich gewinnen, deshalb sind wir ja da. Ja, werden wir mal sehen, wie es dann ausgeht nach der halben Stunde. Ich werde alles geben und dann sehen wir, wo ich rauskomme. Du, da wünschen wir dir alles Gute. Das ist einmal eine Ansage, auf jeden Fall gewinnen. Wobei, er weiß ja, was es heißt zu gewinnen. Reini, Teamkollege nachher im Endurance Race. Freust du schon auf deinen, bist du aufgeregt? Du natürlich nicht, aber freust du schon auf deinen Einsatz? Doch, doch, ich bin super aufgeregt. Und wenn man schaut, die Wolken werden immer dunkler. Also ich glaube, könnte ein Regenrennen geben. Was sagst du, mag ich ganz gerne. Ich kenne ja dieses rutschende Untergrund. Also ich glaube, ich habe kein Problem mit Regen. Aber jetzt halten wir mit Sascha die Daumen. Es war im Vorrennen ein super geiler Fight. Er hat hart gekämpft, hat dann ganz knapp verloren. Also ich glaube, es ist für die Zuschauer geil zum Zuschauen. Und jetzt hoffen wir, dass er sich durchsetzt und dass wir dann als Pole wieder starten. Das wünschen wir uns alle und dir später dann ein spannendes Endurance-Rennen, gell? Danke. So, und jetzt kommen wir zu zwei hübschen Personen hier auf der Startaufstellung. Meinst du dich und mich, oder was? Nein, die Alexandra und den Richie Müller. Servus, schön, dass du da bist, Richie. Letztes Jahr bist du hier am Start gewesen als unser VIP-Fahrer. Du weißt genau, was die jetzt fühlen hier, gell? Wie aufgeregt die jetzt sind am Start. Zumal die Wolken ganz dunkel sind dahin, aber ich glaube, für das Rennen hält es noch. Aber für das Endurance-Rennen wird es sehr nass und das ist schon sehr schwierig, wenn man nicht ganz vorne fährt. Die Gicht ist sehr, sehr extrem. Und der Richie weiß, von was er redet, weil letztes Jahr hat es hier extrem geregnet beim Endurance-Rennen. Mich freut es extrem, dass du da bist. Vor allem, wir können uns immer auf einer Augenhöhe unterhalten. Genau, das haben wir schon festgestellt. Ja. Nee, ich bin auch schön froh, dass ich hier bin und es ist nach wie vor schön. Und ich hoffe, wir sehen dich auch wieder mal bei uns im Cockpit in der Porsche Sprint Challenge. Ja, bestimmt. Danke. Ja. Ciao. I
was really fast and I didn't expect. It was my second time on this track, like the second day. But I was still fighting with Jonas and yeah, I had a great battle, really a lot of fun. And I say also congratulations to Jonas, he defended pretty well. Racing moments. Just racing moments. Well, it was a bit boring because I was alone. There were four guys in front of me, out of five. So I tried to keep a bit of distance to avoid a crash. But there was no crash and I ended up, I think, fifth. I don't know. It was quite exciting. First on the pole position. Didn't know that the feeling, how it was to make the pace for the whole field. But I did it well and I secured the first place. Was für ein Rennen, gratuliere, sensationell, da war alles dabei, ein super Start, dann bist du schon vorn weggefahren, eingeholt durch das Safety Car, perfekter Safety Car, Safety Car Start. Ja, wobei ich nicht ganz gewusst habe, wann der Safety Car abbiegt. Ja, da habe ich mir an die Formel 1 gedacht, aha, wahrscheinlich, wenn das Licht ausgeht, dann fahre ich rein und dann habe ich gleich Gas gegeben. Und wir haben nur kurz auf die Bremsen vorher, dass der hintere irritiert ist. Und wie er Gas gegeben hat. Herbert, du hast da die Reifen sehr gut einteilt, glaube ich. Ha? Ja. Wir haben jetzt zwei Tage mit unseren Porsche-Mechanikern am Setup gearbeitet. Ich muss sagen, ein professionelles Team macht richtig Spaß. Vor allem, weil der Ernst da ist. Die ganze Serie ist so empfehlenswert. Ich sage dir eins. Und dann zum Schluss haben wir den Reifendruck so hingebracht, dass du das ganze Rennen nur Qualifying fahren kannst. Gratuliere. Danke. Dich sehen wir dann gleich nochmal im Endurance Race. Genau. Jetzt schon mal alles Gute. Vielen Dank. Und Reifendruck und Reifengrip ist unser Stichwort. Die Reifen, das schwarze Gold, das Wichtigste, was man braucht bei so einem Rennauto. To bring the car working with the tarmac and the racetrack, you need something between. It's the rim and the tire. Michelin is our partner since last year when we started the series for many reasons. We have a regulation that per weekend we only allowed to have 3 set of new tires on the official part. This means the qualifying, the races, the endurance race. We have 2 kind of tires. We have slick tires, we have rain tires. For every conditions we are prepared. Normally if you buy a tire on the road car, you run about 5,000 to 10,000 kilometers if you do a good job. In motor racing we run about 100 to 150 kilometers, then the tire is done. As you can see, the tire is a very important part of the racing car and also for the racing series. Ja, das Wetter hat leider nicht ganz ausgehalten hier heute am Salzburgring. Und der Regen holt uns jetzt nochmal ein zum letzten Highlight nämlich des Tages, die 100 Meilen von Österreich. Ganz besonders freue ich mich, da werde ich jetzt gleich unter den Schirm gehen, nämlich bei der Niki. Niki Schmidhofer, schön, dass du da bist. Und zu meiner Rechten der Matthias Walkner. Zwei echte Profis, die sich auskennen mit schlechtem Wetter. Ja. Gell, du, wenn es kalt ist, dir macht es nichts, wenn es regnet oder schneit oder eisig ist. Nein, aber es hilft eh nicht. Also die besten Sportler sind die, die mit gutem und schlechtem Wetter zurechtkommen. Genau, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Ausrüstung, oder? Genau, so ist es. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist hier zu uns an den Salzburgring. Würdest du dich auch mal reizen, an einem Autorennen teilzunehmen? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man darf, fahre ich natürlich auch gern schneller, aber auf einer Strecke, wo man so richtig mal die Sau rauslassen kann, ist das natürlich noch mal ganz besonders und ja, vielleicht passt es irgendwann einmal. Ja, ich darf mich freuen. Schön, dass du bei uns da bist und da mal zuschaust, wie das da dann im Regen ist. Mit Regenreifen auf 425 PS Porsche GT4 Rennfahrzeugen. Der Matthias hat das letztes Jahr schon erlebt, nämlich genau hier am Salzburgring, ebenfalls zum Endurance-Rennen. Dir ist es auch wurscht, ob es regnet, ob es gatschig ist, dreckig ist. Schön, dass du da bist. Darfst du jetzt gerne einsteigen, selber fahren? Ja, wir haben letztes Jahr, so viel ich mich erinnern kann, ähnliche Bedingungen gehabt und natürlich als Motorsportler, wenn ein Motorsport-Event schon mal am Salzburgring ist, da muss man schon vorbeischauen. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Rennen und ich glaube, dass im Regen dann sicher extrem lustig wird, weil da kommen dann andere Qualitäten wieder in den Vordergrund und wird sicher spannend. Ja, und wer den Matthias kennt, der weiß, den juckt's richtig, gell? Also, sucht euch ein trockenes Platzerl. Wir schauen, wer hat die besten Plätze für das Rennen. Auf der Pole Position für das Endurance Race zu meiner Linken, die Startnummer 99, Sascha Halleck für das Porsche Zentrum Wien Nord.
neben ihm der Überraschungsmann des Wochenendes, der Herbert Jährich für das Team Jährich International. Da bin ich selber mal gespannt, wie diese beiden Piloten mit dem Jonas Greif und dem Eddie Wald hier vom Junior Team Germany auf Startplatz Nummer 3, ja, in der zweiten Reihe, da bin ich mal gespannt, wie diese drei Herrschaften das Rennen beginnen werden und wie sie vor allem die Taktik ausgelegt haben im Endurance-Rennen. Today very, very tough for the endurance race. It's heavy rain. Drive not before in these conditions. The feeling is very difficult. The track is wet. We had a lot of aquaplaning. It's amazing, especially in these conditions where when you are really fast and you can show the real pace. But yeah, it was a lot of fun. I need to say it's a lot of fun to drive this car in the rain. Ja, wir haben einen neuen führenden Markt. Wir haben nämlich nicht nur den Herbert Jährich auf Platz 2 dadurch, sondern mit Jimmy Libre, und das ist ja fast schon eine Sensation. Ein Debütant führt das Endurance-Rennen an. I was P6, completely in the middle of the field. You can't see anything. In the end it was better and better, but now there's heavy rain more and now it's horrible. Ich habe es gerade gesagt, das macht mega Spaß. Das ist einfach super. Ich glaube, die Bedingungen liegen mir mehr wie die trockenen. Ich könnte eigentlich noch weiterfahren. Ist aber mega schwierig und ich denke mal, es ist jetzt mega schwierig für die, die jetzt ins Auto steigen. Und da geht es schon zur Sache. In der Nocksteinkehre probiert da außen an Moroschan vorbeizukommen und bremst sich in der Folge dann durch die Fahrerlagerkurve vorbei. We got a penalty for the yellow flag. The safety car came out and then the race was kind of over. We made 75% of the distance, so the race is end. It wasn't a normal race and yeah, we must look how the result works, and it's very difficult, and I'm happy that all drivers are okay. That's the most important thing. Ja, das war's von der zweiten Station der Porsche Sprint Challenge Central Europe hier am Salzburgring. Joachim, zum Schluss sind wir nochmal richtig nass geworden, gell? Aber ich würde sagen, Ende gut, alles gut. Wie hat's dir, wie hat's deinen Kunden vom Porsche Austria gefallen? Ja, unsere Kunden, die sind ja mit den Straßenautos da und die genießen immer dieses Ambiente, bei euch mit den Rennautos da dabei zu sein, mittendrin, und es taugt einer voll und es war wieder mal eine super Woche und ein geniales Wochenende. Danke für die gute Zusammenarbeit und die Party hinter uns ist schon Vollgas im Gange. Ich würde sagen, wir trinken auch was. Meine Stimme ist weg, aber ich freue mich schon auf Most. Das wird das Finale in 3 Wochen und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Pfiat euch. Ciao. Das war ja Wahnsinn, das Wochenende. Super was.